Servus, ich habe hier eine Machete von Odenwolf, früher mal Wolfgangs, nur damit ihr wisst, um was es hier geht. Und diese Machete, ich kann es euch wirklich sagen, schaut sowas von geil aus. Die schauen wir uns jetzt gleich an, bleibt dran. Die Machete von Odenwolf ist natürlich einfach geil, muss ich ehrlich mal so sagen. Kydex-Scheibe auch wieder mit Vorrichtung für Techlock. Dann, wie hält sie? Nun ja, nicht ganz so gut wie bei den anderen, aber es hält dadurch, dass hier natürlich auch nochmal eine Befestigung ist. Und dann haben wir noch eine Gürtelschlaufe, genau wie bei den anderen, mit Druckknopf und Klettverschluss dran. So kann man sich das ganz gemütlich an den Gürtel befestigen, ohne dass man den Gürtel eben abnehmen muss und dann extra durchschlauft. Die Machete selber schauen wir uns doch gleich mal an. Da ist das gute Stück D2 Stahl TPE Griff. Der Griff ist auch gut griffig, aber wenn man ein bisschen schwitzt, auch etwas klitschig. Hier würde sich dann empfehlen, wenn man damit im Wald arbeiten möchte, eine Schlaufe zu machen mit Paracord, eben eine Auffangschlaufe. Ansonsten, ja, wie ein Schwert hier das Ding. Und für was ist das geeignet? Naja, ganz klar, für Waldarbeiten oder wenn man was bauen möchte im Wald. Da ist die auf jeden Fall geeignet. Da machen wir jetzt auch ein bisschen einen kleinen Test damit. Und von der Schärfe her ist gut vorgeschliffen, ein bisschen nachschleifen. Kann dem der Machete aber auch nicht schaden. So, also ich finde im Allgemeinen die Machete einfach geil für Waldarbeiten und so. Oder einfach nur, dass sie da ist. Sie schaut gut aus, fühlt sich toll an. Und natürlich sollte man mit Handschuhen arbeiten, dann ist der Griff auch nicht mehr rutschig, wenn man schwitzt. Ist ja Logo. Ja, einfach eine schöne Geschichte und ein toller Weg, den da Odenwolf eingeschlagen hat. Ganz kurze Erklärung, warum Odenwolf internationaler Markt bzw. Amerika ein bisschen etablieren wollten, haben sie sich entschieden, Wolfgangs in Odenwolf umzunennen. Aus dem Grund, weil Oden, da ist noch der Odenwald mit integriert und deswegen Odenwolf. Genau. So, das Picknick, W-Picknick heißt es, oder Picknick, ich weiß es nicht ganz genau, wie es heißen wird letztendlich, da die Messer ja noch nicht released sind in dem Augenblick. Das ist ein, ja, mehr oder weniger Outdoor-Arounder-Messer, jetzt nicht zum Schnitzen oder Betoning gedacht, sondern ja, vielleicht um eine Schnur zu kappen, Brotzeit zu machen und seinen Finger abzusägen. Denn mit dem 420er Stahl ist ja doch eine gute Schärfe hier drin, ja, kann man nicht meckern. Ist ordentlich, also einen Finger kriegst du auf jeden Fall durch. Ja, also wie habt ihr gesehen, ist ein Klappmesser, kann man, wenn man es aufklappt, arretiert es dann fest, also da wackelt nichts und man muss dann hier bloß das wieder lösen, dann kann man es einklappen und das Gewicht ist auch, also fühlt sich sehr leicht an, schauen wir aber gleich mal, 45 Gramm, so wunderbar und fürs EDC oder so. Ja, oder das Camping kann man auch mitnehmen. Man hat ja beim Camping oftmals eben auch Messer, die ungefähr gleich gestaltet sind, aber eben fest. Und so hat man mehr Platz und kann das leichter unterbringen, weil es zum Zusammenklappen ist. Genau, der Griff ist dann eben Kunststoff. Finde ich eigentlich eine schöne Geschichte. Was heißt eigentlich? Ist eine schöne Geschichte. Das war es eigentlich schon so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf meinem Kanal. Macht es gut. Servus, ciao. Ach so, ja, natürlich Informationen zu der Machete unten in der Infobox.